Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Jo, beim letzten Mal was haben wir denn getan? Ach ja, wir haben noch ein bisschen bei unserer Fabrik gearbeitet. Da hinten. Und ja, am Ende haben wir so ein bisschen was herausgefunden bezüglich Essen und so, dass es hier richtig geiles Zeug zum Essen gibt. Und da haben wir noch nichts hier. Aber hier drinnen haben wir schon Kartoffeln. Pommes. Aber wir wollen Pommes mit Ketchup haben, darum wird es Zeit, dass wir auch ein bisschen uns um Ketchup kümmern. Haben wir ja beim letzten Mal noch gesagt. Da brauchen wir Tomatensauce und Salz. Salz, Filter. Ach du Scheiße. Okay, und das hier kriegen wir aus Tomaten. Tomaten haben wir genug. Aber ich warte kurz, bis das hier durchgebrannt ist. Wir sind jetzt hier in der Schmiede, weil hier unser einzigen Öfen stehen. Warum mache ich das nicht eigentlich im normalen, in unseren elektrischen Ofen? Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht wollte ich die Öfen einfach mal wieder verwenden. Nach Ewigkeiten. Gut, dann warte ich jetzt so kurz noch. Und ja, was werden wir außerdem noch in diesem Part machen? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so ganz. An der Fabrik will ich erstmal nicht weiterbauen. Davon habe ich erstmal genug. Mal sehen, mal sehen. Lass mich hier mal noch ein Brötchen essen. Und dann geht es mal rüber zum Lagerhaus, weil da haben wir Tomaten auf jeden Fall. Mal sehen, was wir dann noch so alles da brauchen. Wir brauchen ja ganz viele Gläschen. Glasflaschen brauchen wir da jetzt nämlich. Uiuiuiui. Ist ja nicht so schlimm. Glas haben wir irgendwo da hinten, glaube ich. Kann das sein? Glas, genau hier. Haben wir leider nichts mehr drin, das ist schlecht. Aber auch nicht so schlimm, weil wir haben hier doch irgendwo noch Sand. Was? Alles leer? Okay. Wir haben keinen Sand mehr. Das ist schlecht. Okay, dann kümmern wir uns erstmal um weiteres. Tomaten brauchen wir. Wie viele Glasflaschen kriegt man aus? Also dann brauchen wir auch wirklich ein Stack Glas und 2 Stacks Tomaten. Wow. So viel? Eigentlich haben wir so viel. So. Wo müssen hier Tomaten sein? Jetzt haben wir Mod-Nahrung, richtig? Ja. Da. Und da. Kleine Tomaten brauchen wir ja nicht. Okay, und dann brauchen wir noch ein Stack Eimer. Ach du heilige Scheiße. Salz. Na gut, eigentlich können wir da nur einen Eimer nehmen, aber eine ganze Menge Filter. Hat der Filter aufgebraucht? Ich glaube ja. Oder? Ich weiß es nicht. Probieren wir es einfach mal aus. Ich brauche Papier. Oh, wo haben wir denn hier Papier eigentlich? Das haben wir irgendwo. Ja? Nee, dann noch eins weiter. Da haben wir Papier. 1, 2, 3. Wassereimer haben wir dabei. Aber nein, ein Papier und 3 Eis. Ja gut, lasse ich das Papier hier. So war das, oder? Ja. Ach so, in der anderen Workbench waren. Okay. Theoretisch müsste ich erstmal nach Sand suchen. Ah, na klasse. Gehen wir mal kurz Richtung Wüste, aber vorher will ich mich nochmal schlafen legen. Weil am Tage läuft es sich besser. Habe ich gelernt. Vor allem bei Ogern und Golems da draußen. Nee, danke. Da brauche ich die nicht in der Nacht. Am Tag sind sie ja nicht da. So, schlafen. Jetzt geht es. Richtung Wüste mal kurz. Wir holen uns da ein bisschen Sand. Schatz, brauche ich nicht. Nein, die brauche ich wirklich nicht. Gut. Und dann holen wir uns mal ein bisschen Sand. Wir haben ja hier unsere gute Schaufel. Essen haben wir noch 8 Brote. Ja, gut. Wir sind ja dabei, neues Essen zu machen. Es hat noch nie so ewig lange gedauert, uns um Essen zu kümmern. Aber es macht eigentlich auch Spaß, weil es halt mal was anderes ist. Also,
halt eine andere Mod auszuprobieren, die wir bisher kaum verwendet haben. Okay, wir haben schon mal gegrillte Kartoffeln gemacht. Okay, ja. Aber sowas, das ist jetzt was ganz anderes. Wir könnten natürlich so die Pommes essen. Nur ich esse Pommes eigentlich immer mit Ketchup. Das ist bei mir Tradition. So. Noch schnell hier übers Wasser. Nicht Wasserläufer, könnte es schneller gehen. Aber hier gibt es halt noch keinen Wasserläufer. Außerdem habe ich sowieso keine Normalrüstung, sondern eine Nanorüstung. Ah, jetzt erfriert hier das natürlich auch alles ein. Weil wir müssen bedenken, es ist Winter. Cheat! Daher hole ich mir ganz schnell nur ein Stack. Dann bin ich auch ganz schnell wieder weg. Ja, ich muss das sowieso dann später alles mit Word Edit mal dann wieder auftauen. Auch hier. Generell hier alles. Das ist ein großes Gebiet jetzt. Und das hier sind auch Überbleibsel von letztes Jahr. Müssen dann auch weg. Also am besten wir gehen in dein. Überall dahin, wo. Ja, wo irgendwas so wie vorne ist. Aber noch haben wir einen Monat Zeit, weil. Ja, jetzt ist ja das Januar vorbei. Februar startet gerade. Na gut, Februar ist nicht so ganz. Ist nicht ganz so lang wie die anderen Monate. Aber ich habe ja gesagt, ab März will ich den Schnee hier spätestens weg haben. Daher werde ich mich dann darum kümmern, dass hier ab März kein Schnee mehr liegt. Ob wirklich bei euch dann März, aber bei mir März, weiß ich nicht, weil ich glaube, die Mods macht sowieso so, dass nur bis Februar das alles vereist wird und Schnee liegt. Und dann schaltet es sich automatisch ab. War ja auch am Anfang so, dass bis. Ich habe ja am Ende November mich noch gefragt, warum schneit es nicht, warum heißt es nicht. Naja, der Grund war, weil es noch kein Dezember war. Erst ab Dezember ging's. Ja. So. Ich zu Hause. Hoho. Jetzt müssen wir uns die Glasflasche mal herstellen. Dann brauchen wir nur eine Glasflasche pro Ketchup. Ey, macht ja gar keinen Sinn. Bei Filter, das könnte schon besser sein. Vielleicht kann man einen Filter auch nur ein paar Mal benutzen. Ich weiß es nicht. Probieren wir gleich mal aus. Stein drin. Irgendwo kein Stein drin. Darum habe ich das in den anderen Öffnen gemacht. Verstehe. Na gut. Da nützt es jetzt nicht. Jetzt hier mal ein Stack Stein rausnehmen. Das im falschen Dings reingemacht. Da muss es rein. Außerdem ist mein Inventar schon voll. Das müsste mal leerer werden. Hier. Kommt das da mal rein, das da mal rein, das, das. Gut, haben wir schon ein etwas freieres Inventar. In der Küche haben wir diese komische Werkbank stehen, da muss ich da mal ganz schnell hin. Und dann sehen wir ja auch gleich, ob wir die Filter mehrmals verwenden können. So, Filter machen wir so gut. Da haben wir einen Filter. Machen wir jetzt mit einem Wassereimer. Kriegen wir drei Salz raus. Okay, man kann den Filter wirklich mehrmals verwenden. Wo ist mein Eimer? Die werden. Ach, da ist er. Gut. Wollte schon sagen, werden hier jetzt wirklich zerstört. Also es war wirklich so, wie ich gedacht habe. Eimer wird sich. Entleert sich einfach nur. Und der Filter. Den kann man mehrmals benutzen. Was sehr, sehr gut ist. Ich habe jetzt noch mal ein paar Wassereimer geholt. Ich andere und hier herumrennen muss. Okay, und daraus kriegen wir halt Salz. Sehr, sehr nice. Ah. Sind Salz schon? Wir müssen mehrere Filter machen, aber ich habe ja auch noch zwei Papier dabei. Ich hoffe mal, das reicht. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir schon 15 Salz. Das Papier sollte hoffentlich reichen. So, und noch einmal.
Gut, dass wir den Brunnen jetzt hier in der Nähe wieder haben. Vorher stand der Tannenbaum da drauf. Okay, und dann geht's weiter. Naja. Ja, es reicht. Ein Viertel reicht, glaube ich, für 30 Salz oder irgendwie so. Genau, für 30 Salz. Das heißt, 60 Salz kriege ich aus zwei Papier, also zwei Filter. Das dritte Papier kann ich nochmal für ein bisschen Salz verwenden. Sehr gut. Ich möchte ja auch meine Pommes schön gewürzt haben. Ist ja klar. Habe ich eigentlich noch. Woher habe ich denn eigentlich die Eimer hier? Ja. Die hatte ich ja noch im Inventar. Oh. Putz, ist nicht so schlimm. Machen wir schnell noch zwei Filter. Da, da und da. Wieder zurück. Ja, ist jetzt ein kleines bisschen hin und her, aber es ist ja nicht so schlimm. Jo, kleines Gesprächsthema vielleicht. Wie wär's denn damit? Gesprächsthema. Ich hatte jetzt eine Woche lang Berufsschule. Jetzt habe ich noch eine Woche lang. Heute ist Montag. Eigentlich müsste ich um die Uhrzeit jetzt in der Berufsschule sein. Aber ja, der Unterricht fällt heute aus. Was bisher auch noch nie da gewesen ist, dass einen Tag lang komplett der Unterricht ausfällt. Na, das war, einmal war es schon mal so, aber das war an einem Tag, wo sowieso Zeugnisausgabe war. Da war ich sowieso in der Berufsschule und da wurde es auch nicht vorher angekündigt, dass der Unterricht komplett ausfällt. Und ja, ich weiß das seit Freitag, dass ich heute nicht zur Schule brauche. Dementsprechend habe ich so gesehen heute einen Urlaubstag, ohne dass ich den Urlaubstag beantragt habe, kann man schon fast sagen. Ja, weil es einfach heute ausfällt. Was sehr, sehr geil ist. Dafür habe ich die nächsten Tage leider keine Ausfall. Aber naja, muss ich durch. Und ja, ich find's einfach nur geil. Dementsprechend werde ich den heutigen Tag dazu nutzen, aufzunehmen. Auch nachher werde ich auch noch aufnehmen. Zum Beispiel auch Super Mario Odyssey werde ich heute wieder aufnehmen. Weil da kommt ja am Mittwoch der letzte Part. Oder vielleicht kam der letzte Part schon, keine Ahnung. Ich glaube, heute ist Donnerstag für euch, richtig? Dann kam gestern der letzte Part. Und morgen kommt dann, geht's dann mit Super Mario Odyssey weiter. Auf keinen Fall verpassen, bitte. Weil Super Mario Odyssey einfach nur geil. Gut, ich habe jetzt ein bisschen zu viel Wasser, ich mache vielleicht kurz nochmal paar Eimer verbrauchen. Jetzt habe ich jetzt das Salz. Gut. Okay, und ja. Außerdem habe ich in dieser einen Woche gemerkt, es ist einfach nur geil, mit Auto zur Berufsschule zu fahren und wieder zurückzufahren. Ich spare euch so Unmengen an Zeit, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viel Zeit ich da spare. Das ist nicht mehr normal. Nee, auf keinen Fall. Und ja, also zum Beispiel Freitag, da war ich zu, als ich zu Hause war, hätte ich normalerweise noch auf den Zug gewartet. Da war ich so circa 1,5 Stunden eher zu Hause, kam so hin, das ist schon geil. Die anderen Tage war es nur noch krasser. Und zum Beispiel Dienstag. Da war ein Tag, wo ich sowieso nicht lange auf den Zug warten musste. Aber trotzdem war ich noch eher zu Hause, obwohl ich dann noch einkaufen war. Ich war da noch einkaufen an dem Tag und war trotzdem eher zu Hause, als wäre ich mit dem Zug gefahren. Wisst ihr, wie krass das ist? Ja. Also daher, das gerade zur Berufsschulzeit hat sich das mega gelohnt. Total mega. Ich habe ja schon zur Arbeit gesagt, dass es sich zwar auch da lohnt, aber Berufsschule, das übertrifft alles. Was? What? Ach, das bleibt drinne, geil. Ja, immerhin das. Schon mal hier. Rucksack mal alles rein. Das Salz kann ich noch gebrauchen.
So. Aber nur ein Stack Salz. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Mega nicht gerechnet. So. Jetzt brauche ich einfach nur jetzt Ketchup. Mache ich das wieder? Ja, das mache ich wieder drin. Na ja, klasse. That's a problem. Ja, toll. Ach so, das kann ich ja hier stacken. Stimmt. Kann ich das wenigstens stacken? Ja, das kann ich wenigstens stacken. Das ist jetzt ein bisschen Arbeit, aber was soll. Und ich krieg die Flaschen wieder. Geil. Was hätte ich doch nicht so viele Flaschen herstellen brauchen, dann entsprechend. Aber egal. So. Immer her mit dem Ketchup. Kann ich auch mehreres? Nein, natürlich nicht. Bin ja immer wieder extra rausnehmen. Es ist egal, wo ich Tomatensauce hinsetze. Sehr gut. Ja. Ist jetzt noch mal eine Woche Berufsschule. Ja, letzte Woche ist auch relativ viel ausgefallen. Ich kam leider nicht so sehr zum Aufnehmen, weil, ja, ich muss mich halt auch auf die Berufsschule vorbereiten. Ach ja, ich habe ja auch noch was im Rucksack drin. Darum fehlen mir ein paar Flaschen. Und ja. Ich hoffe mal, jetzt werde ich mich noch. Weil ich jetzt die Woche mehr zum Aufnehmen kommen. Ich bin mal jetzt sehr gespannt. Ja, mal sehen. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt dies und jenes. Sag ich immer. Nein, jetzt ist mir alles rausgefallen. Ja. Ja, mal sehen. Vielleicht fällt mir jetzt auch mal ein anderes Gesprächsthema ein. Wäre auch mal nicht schlecht.